Wir haben einen nächsten Gast. Wieso scheiße, da kommt der jetzt. Grüß dich. Grüß dich, hey, na, wie geht's? Das ist Ariana, das ist Bushido. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Jetzt wird's richtig witzig. Ich habe Aufgaben mitgebracht. Zwei für dich, zwei für mich. Deine Aufgabe ist es dabei, die folgenden 7 Begriffe ins Gespräch einzubauen, ohne dass dein Gesprächspartner auflegt. Fisten, Deep Throat und Cockring. Ist doch super. Ich würde es an deiner Stelle so nebenbei machen. Ich würde irgendwie sagen, ich habe da irgendwie eine Reise nach Ägypten gedacht. Ich tauche sehr gerne. Vielleicht gibt es da was, wo man Deep Throat kann. Ariana Barbori. It's an action movie for the whole family hier. Hallo Mama, ich bin's. Du, das neue iPhone 7 kommt doch heute raus, ne? Und ich durfte das schon mal vorab testen. Nee, das ist eigentlich wie das alte, nur ein ganz kleines bisschen größer. Mir wurde gesagt, wenn du nervös bist, dann stell dir das Publikum doch einfach nackt vor. Aber ihr sollt ja lachen, nicht ich. Check das ab. Let's go. Lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely in my life. I'm lonely, lonely, lonely. Gotta help me to survive. Nee, bei Vibrationsalarm, da muss man ein bisschen aufpassen, das löst angeblich Erdbeben aus. Aber ansonsten finde ich das super. Ariana Barbori! Sag mal Fenster. Fenster? Deine Eltern sind Gespenster. Ah, sag mal Tomate. Tomate. Dein Pimmel kann Karate. Beim Interview ist es besonders wichtig, dass man sehr auf seinen Interviewpartner eingeht. Deswegen, um dich und Deichkind ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir das Gummibärchen-Orakel. Du darfst jetzt 5 ziehen und ich gebe 5 Gummibärchen. Hab ich schon gegessen. Das macht nichts. Entweder du spuckst sie aus oder du nimmst 5 neu. Nehmen wir nochmal neu. Dass man sich auf Augenhöhe befindet. Du hast. Oh, sorry. Du hast. Ich hab den Panda umgebracht. Augenhöhe. Augenhöhe. Dann stehe ich auf, gehe ins Bad, putze mir die Zähne, gucke aus dem Fenster, da hängt eine tote Spinne. Ich überlege kurz, ob ich das bei Facebook poste. Habe aber Angst vor meiner Facebook-Freundin Julia, die ist PETA-Aktivistin und schreibt immer so Sachen wie: Tiere und kleine Kinder sind der Spiegel der wilden Natur. Einmal wollte ich schreiben, dein Gesicht ist der Spiegel der wilden Natur. Die Politik fordert neuerdings Frauenfußballplätze, also das heißt im Klartext Fußballplätze nur für Frauen, ne? Dieser hier könnte dann zum Beispiel einer sein. Aber mal ganz ehrlich, ich finde, so richtig frauentauglich sieht er noch nicht aus. Tina Wittler hatte leider keine Zeit, deswegen muss ich es alleine machen, ne? Leute fragen mich tatsächlich, ob ich in meinem Leben schon mal eine Burka getragen habe, wegen des Namens. Wow. Ich sag dann, ja du, klar, ich habe mir die bei Zalando bestellt. In so einem pastelligen Mintgrün. Größe XS. Nee, aber ich habe tatsächlich mal eine Burka getragen, weil ich Freunde aus Afghanistan gefragt habe, ob die mir eine mitbringen können. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, die anzuhaben. Vielleicht kennt ihr diese Flaschen, in denen ein kleiner Feigling drin ist. Die sind vorne schwarz und da sind nur 2 Augen drauf. Ungefähr so sah ich aus. So, jetzt fühlt man sich hier endlich auch mal wohl. Jetzt ist ein richtiger Frauenfußballplatz. Laura, hast du Lust, eine Runde kicken? Ja, gerne. Ja. Oh, was hast denn du da für einen Ball? Richtig süß, oder? Der ist ja viel schöner. Komm, ja. Ich spiel mit dem. Okay. Los geht's. Warte mal, sag mal, hast du neue Nägel? Ja, ich habe ein neues Nagelstudio. Komm, die musst du mir erst mal in Ruhe zeigen. Ja. Wirklich? Und ich habe meinen Ex-Freund neulich getroffen. Nein.